Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter auch Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser, wurde am 13. September in einem Festakt im Kammermusiksaal der Musikschule Bruck an der Mur das 30-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Sozialen Dienste der Ortsstelle Bruck an der Mur gefeiert. Ein schönes Jubiläum. Und vor allen Dingen ist es deswegen ein Grund zu feiern, weil es immer wieder gelingt, sehr, sehr viele Menschen zu aktivieren, zu motivieren, bei diesem Gesundheits- und Sozialdienst mitzutun, um ihren Mitbürgern Hilfe angedeihen zu lassen. Und zu feiern gab es vieles. So konnte der Mitarbeiterstand von 10 Mitarbeitern auf über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2013 erhöht werden. 150.000 Stunden wurden in diesen 30 Jahren geleistet und viel Geld für das Rote Kreuz erarbeitet. Und Hilde Horvat ist das Motivations- und Organisationstalent an der Spitze der Organisation. Ja, das ist die Hilde Horvat, das hat mir der liebe Gott geschenkt. Ich habe einfach ein Talent dafür und vor allem auch ist es so, ich kann mit den Leuten umgehen. Ich bin nicht nur für die Leute da, wenn ich sie brauche zum Arbeiten, sondern auch privat und wenn sie was brauchen, das wissen sie, sie können sich auf mich verlassen. Umgekehrt ist es genauso. Ich kann mich auch auf die Leute, auf die Mitarbeiter verlassen. Viel Lob und Anerkennung kam auch von den anwesenden Ehrengästen. Also es ist wunderbar, dass wir solche Leute wie die Frau Hilde Horvat haben, die eben 30 Jahre dem Sozialdienst vorstehen. Ich habe nämlich selber von der Hilde Horvat gelernt, weil sie hat einen Besuchs- und Begleitdienst in Bruck aufgebaut und ich habe mir das sozusagen abgeschaut und auch in Leoben aufgebaut. Sie ist ein Urgestein des Roten Kreuzes. Sie hat ihr Herz, ihren Körper und ihre Seele den Roten Kreuz verschrieben. Sie taucht da überall auf. Wenn ich mir anschaue, wo ich sie überall treffe und mit wie viel Begeisterung und mit wie viel Freude und welchen Humor sie das macht, daher ist es auch möglich, dass sie die anderen mitnimmt. Aber wenn man die Leute nicht mitnimmt und begeistert und selber nicht mit gutem Beispiel vorangeht, wird nichts und sie ist ein gutes Beispiel. Ein besonderer Höhepunkt war die überdimensionale Geburtstagstorte in Rotkreuzform, die im Anschluss an die Feier von den anwesenden Mitarbeitern und Gästen verzehrt wurde. Ein würdiger Abend für 30 Jahre im Dienste der Menschen.